Und ich sehe das ein bisschen anders. Das ist kein Privileg, um das wir hier kämpfen. Die Freiheit, sich äußern zu dürfen und seine Meinung zu sagen, ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Ich muss nicht dankbar sein dafür, dass ich das darf. Wir kämpfen hier für etwas, was jeder Mensch auf der Erde haben sollte. Frei seine Meinung sagen, sich politisch engagieren, in der Demokratie aktiv sein. Dafür kämpfen wir, für die Demokratie. Ich bin vor einigen Jahren hier in freien und geheimen Wahlen gewählt worden und ich darf auch hier am 14. März wieder kandidieren. Und jeder Erwachsene, der hier ist, darf wählen. Das ist für mich ganz normal. Und wir müssen hier heute mit den Menschen zusammenstehen, für die es nicht normal ist. Auf der ganzen Welt gehen heute Menschen auf die Straße und viele tun das aus Angst, mit Angst. Von uns muss keiner Angst haben, nachher nach Hause zu gehen. Wir werden hier von der Polizei beschützt. Wir werden dafür beschützt, von der Straßenbahn überfahren zu werden, von ganz banalen Gefahren. Wir müssen keine Angst haben. Wir kämpfen hier heute auch gegen die Angst, Politik zu machen. Wir kämpfen gegen Angst. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich nicht nur in meinem demokratischen Verhalten mich um Fahrradständer oder Straßenbahnen kümmere. Ich will mich darum kümmern, dass möglichst viele Menschen sich beteiligen können. Und was wir hier heute leisten können, ist es, der Welt das Signal zu geben, dass solche Menschen wie Putin kein politisches Amt und keine einzige politische Macht haben dürfen. Wir kämpfen ja auch heute gegen Putin. Und wir tun das mit allen Menschen auf der Welt, die jetzt rausgehen. Das ist das wichtige Signal, was wir rausgeben. Und ich selber bin in meinem Beruf auch in Russland tätig. Ich arbeite dort mit Organisationen der Zivilgesellschaft. Die engagieren sich für Tierschutz, für Heimatverbundenheit. Die engagieren sich für Kinder. Das sind ganz normale gesellschaftliche Anliegen. Und ich habe diese Woche mit ihnen telefoniert und die haben Angst. Wir müssen gegen diese Angst kämpfen. Wir müssen engagiert sein. Und das, was wir hier leisten können, ist in einer großen Stadt wie Frankfurt das Signal geben, dass Diktatoren wie Putin international isoliert werden mit unseren kleinen Beiträgen. Wir sind solidarisch. Wir sind für die Isolation von Putin und wir sind für Veränderung. Wir kämpfen hier auch für die Demokratie auf der ganzen Welt, hier auf dem Römerberg in Frankfurt. Das, was wir hier leisten können, ist ein ganz wichtiger Beitrag für Demokratie und Menschenrechte. Und wir sind nicht dankbar, dass wir sie hier haben. Wir sind froh, dass wir sie hier haben. Und deswegen, wir kämpfen für Demokratie, wir kämpfen für Freiheit. Vielen Dank. Ja.